Hallo und herzlich willkommen zum Longboard-Anfängerwissen mit allen Infos rund um das Deck. In diesem Video werde ich dir alles Wissenswerte über das Deck erklären und im Wesentlichen auf die Punkte Form, Flex, Concave, Wheelbase und Achsmontage eingehen. Also viel Spaß beim Zuschauen. Was ist ein Deck? Als Deck bezeichnet man im Allgemeinen das Brett eines Skateboards oder Longboards ohne weiteres Setup wie Achsenrollen, Grip Tape und so weiter. Also nur das blanke Brett, so wie in diesem Fall. Auf meinem Deck ist jetzt schon Grip Tape drauf, aber das ist jetzt erstmal egal. Das reine Brett ist das Deck. Was zeichnet das Brett eines Longboards aus? Na, zunächst einmal die Größe. Longboard-Decks sind in der Regel deutlich größer als normale Skateboard-Decks, ausgenommen Cruiser- und Pennyboards. Diese sind im Allgemeinen aber auch schon keine Longboards mehr. Wie der Name Longboard schon sagt, sind die Bretter eines Longboards in der Regel lang. Aber nicht alle Bretter sehen gleich aus, es gibt da verschiedene und unzählig verschiedene Formen, wie zum Beispiel symmetrische Decks, auch Twin-Tip-Decks genannt, damit es kein klar definiertes Vorn und Hinten gibt. Und es gibt auch nicht symmetrische Decks, bei denen das natürlich dann nicht der Fall ist. Wenn ihr jetzt auf titus.de oder Skate Deluxe oder sonst wo, nur um jetzt mal die Größen zu nennen, schaut und nach Decks guckt, dann werdet ihr immer wieder auf die Begriffe wie Flex, Concave, Wheelbase und Achsmontage stoßen. Aber was ist das denn jetzt alles überhaupt? Fangen wir an mit Flex. Was ist überhaupt Flex? Flex gibt an, wie stark sich das Deck durchbiegt. Unterschieden wird meistens zwischen drei Stufen. Kein Flex, mittlerer Flex und starker Flex. Oder auch Stiff, Medium und Flexi. Hat ein Deck kein Flex, also die Eigenschaft Stiff, so ist das Brett sehr steif und biegt sich kaum bis gar nicht durch. Ein Brett ohne Flex eignet sich am besten zum Downhill-Fahren. Ein Brett mit mittlerem Flex federt ein bisschen und fängt somit einige Bewegungen unebenein ab. Ein Brett mit starkem Flex biegt sich ziemlich stark und weit durch. Bretter mit hohem Flex sind optimal zum Cruisen und Carven, aber eher ungeeignet zum Downhill-Fahren. Wie stark sich ein Brett durchbiegt, hängt aber auch immer von deinem Körpergewicht ab. Einige Hersteller wie Loaded setzen daher darauf, Bretter in verschiedenen Flexstufen anzubieten, abhängig vom Körpergewicht. Concave. Was ist eigentlich Concave? Dazu drehe ich das Brett am besten einmal um, und zwar bezeichnet man als Concave die Wölbung eines Decks, sprich die Wölbung nach innen. Auch hier wird in der Regel zwischen drei Stufen unterschieden, also schwach, medium und high, also leicht, mittel und stark. Decks mit schwachen Concave sind nur sehr gering oder gar nicht gewölbt und werden meistens zum Cruisen eingesetzt. Also wenn du ein Deck mit schwachem Medium, mit schwachen Concave kaufst, dann ist das wirklich nur minimal nach innen gewölbt oder vielleicht auch komplett ohne Concave richtig gerade. Bei mittleren Concave ist das Deck auch mittelhoch gewölbt, also ein bisschen stärker. Decks mit mittlerem Concave sind so der Allrounder und werden in allen Bereichen eingesetzt. Ein Deck mit hohem Concave ist deutlich stärker gewölbt und bildet sozusagen auch eine größere Kuhle, also ist schon deutlich ausgeprägt nach innen. Hier haben wir jetzt ein mittleres oder leichtes Concave, das ist wirklich, ich weiß nicht, ob man es sieht, nur ganz leicht nach innen gebogen. Decks mit starkem Concave werden oft zum Downhill-Fahren eingesetzt. Geläufig sind noch zwei weitere Formen, und zwar einmal das W-Concave, und zwar ist das Brett dann so ein bisschen wie so ein W gewölbt, das in der Mitte nochmal eine Kuhle ist, in der sich der Fußballen richtig einprägt. Und dann gibt es noch das 3D-Concave, welches aber ein bisschen seltener ist, und zwar ist das Brett dann in verschiedenen Bereichen anders ausgeprägt. Also hier vielleicht ein bisschen stärker und in der Mitte schwächer und hier wieder stärker. Das ist aber wirklich ein bisschen seltener. Was für ein Concave du willst oder was zu dir passt, musst du wissen. Und am besten schaust du, für was du dein Brett überhaupt einsetzen willst, ob du damit Downhill fahren willst oder ob du das zum Freeriden nutzt. Das musst du selber wissen. Was ist die Wheelbase? Als Wheelbase bezeichnet man ganz einfach den Abstand der einen Achse zwischen der anderen Achse. Gemessen wird die Wheelbase immer von der innersten Bohrung der einen Seite bis zur innersten Bohrung der anderen Seite, also bis hier. Sprich, von hier bis hier wäre bei diesem Board die gemessene Wheelbase. In der Regel haben Decks zum Cruisen einen größeren Abstand als Decks im Freeride. Merken sollte man sich vielleicht, je geringer der Achsabstand, desto agiler ist das Board. Okay, Achsmontage. Im Wesentlichen wird bei der Achsmontage zwischen zwei Varianten unterschieden, und zwar einmal dem Top-Mount und dem Drop-Mount bzw. Drop-Through. Beim Top-Mount werden die Achsen wie beim normalen Skateboard, also hier, einfach ganz normal von oben bzw. von unten an das Deck geschraubt. Das Deck liegt dann ein bisschen höher, und beim Drop-Mount werden die Achsen anders als wie beim normalen Skateboard durch das Brett verschraubt, so wie es bei dem Fall, Brett der Fall wäre. Die Achsen werden von unten durchgeschoben und von oben verschraubt. Das Brett liegt dann ein bisschen tiefer und vereinfacht das Pushen. Außerdem unterscheiden sich die beiden Varianten auch noch im Lenkverhalten. Was gibt es zum Material zu sagen? In Sachen Material gibt es einige verschiedene Arten von Holz, die eingesetzt werden. Ganz klassisch zum Beispiel das kanadische Ahornholz und immer öfter aber auch Bambus.
Immer mehr im Trend sind mittlerweile auch Esche und Pappel, da das Holz dieser Bäume ziemlich weich ist und für Decks mit viel Flex eingesetzt werden kann. Immer wieder werdet ihr aber auch auf Fiberglas und Epoxidhart stoßen, mit welchen einige Bretter verfeinert sind oder einen Kern besitzen. Für den Anfang behalte das Material einfach mal im Hinterkopf, und wenn du dir dein erstes Brett kaufst, dann sollte das Material nicht unbedingt das primäre Kriterium sein. Nennenswert ist aber vielleicht auch noch, dass die meisten Bretter zwischen 6 und 8 Holzschichten haben. Des Weiteren fallen oft die Begriffe Nose und Tail. Als Nose bezeichnet man die vordere Seite eines Bretts, zu deutsch Nase, und das Gegenteil davon ist dann das Tail, zu deutsch der Schwanz. Freeride Decks verfügen oft über Nose- und Tailkicks. Die sind einfach dafür da, oder Nose- und Tailkicks sind so Wölbungen nach oben, wie es hier der Fall ist. Hier ist es vorne und hinten. Einfach dafür da, um das Board zu poppen, also für Tricks nach oben zu schießen. Zu guter Letzt gibt es noch Unterschiede in den Formen, also auch Shapes genannt. Die klassische Form ist zum Beispiel das Pintail-Deck, was von vorne nach hinten schmaler wird und so ein bisschen so einer Rakete ähnelt. Und dann gibt es noch Bretts mit solchen Cutouts, wie es hier der Fall ist. Also Cutouts sind diese ausgeschnittenen Ecken über den Rollen. Hat einfach den Vorteil, dass man dadurch die Wheelbites vermeiden kann. Nicht ganz vermeiden kann, aber man hat einfach mehr Platz. Also Wheelbites sind das, wenn man mit dem Deck an die Rollen kommt, was dann ziemlich unschön enden kann, wenn man mal beim Sliden da dran kommt oder bei starken Kurvenmanövern. Wenn man Cutouts hat, dann kann ich mich mit dem Board in engeren Kurven viel weiter neigen, ohne damit die Rollen zu berühren. Die meisten der gerade besprochenen Punkte könnt ihr vorm Kauf in Online-Shops abchecken. Wenn die Maßeinheit da einmal in Zoll oder Inch stehen sollte, keine Sorge, das könnt ihr ganz einfach umrechnen, denn 1 Inch oder Zoll sind 2,54 cm, das könnt ihr euch merken. Dieses Brett ist zum Beispiel 38 Zoll lang, das heißt insgesamt 96,52 cm. Soweit sei hoffentlich alles gesagt. Ich hoffe, dass ich alle Fragen rund um das Deck beantworten konnte. Wenn du dennoch eine Frage hast, dann schreib einfach unten in die Kommentare und ich werde deine Frage beantworten. Außerdem habe ich geplant, das Videoformat Longboard Anfängerwissen jetzt regelmäßig zu machen, also jeden Freitag eine neue Folge. Wenn du kein Video verpassen willst, dann lass du einfach ein kostenloses Abo da und einen Daumen nach oben. Das tut nicht weh und motiviert mich. Der Abo-Button ist direkt unter mir, also einfach einmal draufklicken. Hier rechts habe ich noch einmal das letzte Longboard-Video verlinkt, in dem ich dir zeige, wie du deine verschmockten Kugellager wieder auf Vordermann bringst und neue Power verleihst. Schau doch auch da einfach mal rein. Ansonsten verabschiede ich mich. Ich würde sagen, bis nächste Woche zu einer neuen Folge Longboard-Anfängerwissen. Viel Spaß auf der Straße. Macht's gut. Ciao.